Angst, Panikattacken. Ich zeig mal, was man da machen kann. Kannst du selber machen. Ich ziehe jetzt mal diesen Meridian und habe hier den Punkt eingezeichnet, den Angstpunkt, den Panikpunkt und hier auch. Das ist der Innenseite des kleinen Fingers und den ziehe ich jetzt mal den Meridian. Den könnt ihr auch selber so ziehen. Ich mache das mal von der Seite. So, der geht von hier so rüber. Mal genau drauf lassen. So. Zieh den mal jetzt extra ein bisschen langsam. So darüber. Und jetzt werdet ihr sehen, wie der Meridian weiß wird und dann rot. Dann drehen wir mal so ein bisschen die Hand. Und dann ziehen wir den hier so weiter am kleinen Finger. Dann hier ist der Hauptpunkt, den so massieren. Also wenn man da die Nagelfalte zieht, so genau da auf der Ecke, da ist der. Der wird gedrückt. Jetzt sieht man schon, dass der Meridian hier erst rot wird. Jetzt war er weiß, er wird rot. Jetzt ziehen wir den nochmal nach. Jeder kann den 4-5 Mal ziehen, ob man im Flugzeug ist oder wo auch immer. Im Fahrstuhl ziehst du den so. Das kannst du mit einem Schlüssel machen. Das kann man auch mit den Fingern machen. Ziehst du so rüber und dann gehst du hier so drauf und dann massiert man den richtig fest. Und jetzt schon merkt man, wie das enorm durchblutet. Und hier auf den Angstpunkt, das ist der spezielle Punkt, da massierst du. So, kannst aber auch mit dem Daumen massieren, so ein bisschen gewinkelt. Ich zeige das nur mal so, damit man es sieht. Wenn man jetzt den Arm faltet, so zusammennimmt, hier in der Falte, da ist der Punkt. Und da geht man so drauf und dann muss man so ein bisschen variieren. Der kann manchmal hier sein, da sein, da sein. Und da, wo er am meisten empfindlich ist, da ist er. Ja, ich glaube, hier ist er schon. Und das kann man mit einem Metall machen. Ich habe jetzt nur so einen Stab, damit man es besser sieht. Also 3-4 Mal kann man auch schneller ziehen. Linke wie rechte Seite. So durchziehen. Dann die Hand so öffnen. So. Wenn man nicht so zieht, dann zieht man so über die Falten. Besser, man zieht den so gerade rüber. Also nochmal so gezeigt, damit man es besser versteht. So gerade hier zum Herzendpunkt. Also die Jutta, die zeigt euch das, wie sie das selber macht, wenn sie Angst hat oder eine Panik hat. Mach mal, Jutta. Schön langsam. Ja, so schräg ziehen, genau da so rüber, so weiter. Und hier die Hand so öffnen, damit man hier so drüber zieht. So, genau. Und drehst jetzt die Hand und dann gehst du auf den kleinen Finger. Da kannst du am besten so, dass du mehr Halt, so langsam. Und dann massierst du den da so, genau. Jetzt machst du das nochmal 2-3 Mal. So, kräftig, immer von da oben runterziehen. Ruhig fester und schneller jetzt. So, die Hand zu öffnen. Weil hier sind ganz wichtige Punkte, dass man die erwischt. So reicht jetzt. Und jetzt mach nochmal. Ja? Ja, genau. Jetzt mach das noch zweimal. Nur einfach nur, dass du so runterstreichst. Genau so. Stopp. Nochmal. Und jetzt sieht man genau, wie der Meridian, wie diese Linie so richtig rot wird. Jetzt durchblutet das. Genau. Und hier streckt man die Hand so, weil da ganz wichtige Punkte sind. Und wenn man so macht, geht man darüber mit dem Stab, dann erreicht man die Punkte nicht. Na? Wenn man so macht, erreicht man die ganz genau selber. Und dann dreht man die Hand um und dann nimmt man die Hand so drauf und zieht den so bis zum Herzendpunkt. So. Genau, und da massieren. Dann ist nochmal wichtig, dass man jetzt hier, wenn man hier die Beugung macht, so, und da, wo die Falte zu Ende ist, da, auch Kameramann, schau mal da ist dann der Angstpunkt, der da, wo der Daumen mit ist. Ja, man kann das selber mit dem Daumen machen, dann ein bisschen langsamer, ruhiger, massieren, man merkt dann selber, ja, wo man den spürt, und dann ist es das Richtige. Und das macht ihr dann ruhig 2-3 Mal, und wenn ihr dazu neigt, macht das mal ruhig öfter mal. Wenn ihr mal in so einer Situation seid, im vollen Bus oder im Aufzug, auch wenn der Aufzug fährt, könnt ihr das mal machen, wenn ihr alleine seid oder wo auch immer. Wenn ihr mal zu Hause oder unterwegs so einen Anflug habt von Angstzuständen, macht das mal. Linke Seite wie rechte Seite. Wenn euch das gefallen hat, Daumen hoch,
liked uns, abonniert uns und tschüss, bis zum nächsten Mal.